Kevin, zunächst mal ein herzliches Willkommen bei der SV Elversberg. Als dein Wechsel zur SVE bekannt wurde, spieltest du noch mit Mannheim um den Aufstieg in die zweite Bundesliga und standest damals auch noch als Kapitän der Mannheimer auf dem Platz. Warum hast du dich dennoch frühzeitig für den Wechsel ins Saarland entschieden? Ja, ich bin jetzt seit, ich habe das schon immer gesagt, seit nur mal ein bisschen mehr als 11 Monaten Vater. Das heißt, man hat auch Verantwortung nicht nur für sich und für seine Frau, sondern auch für ein Kind. Und da war mir Sicherheit einfach ganz wichtig. Und ich hatte mit dem Ole und mit dem Trainer schon eigentlich die ganze Rückrunde Kontakt, weil sie wussten, dass mein Vertrag ausläuft. Von Mannheim kam nichts, kein Angebot. Und deswegen habe ich mich einfach frühzeitig entschieden, weil ich hier die Sicherheit haben konnte, auch 3 Jahre zu unterschreiben. Und natürlich, weil der Weg, den die SVE vorhat, ein ganz ordentlicher ist, einen guten Eindruck macht und den möchte ich halt mitgehen. Kevin Coffey, der ja mit dir in Mannheim spielte, trug ja selbst noch vor ein paar Jahren das SVE-Trikot. Konnte er dir im Vorfeld ein bisschen über die SVE berichten? Ja klar, als es im Raum stand, dass ich hierher wechsle, habe ich natürlich mich informiert beim Kevin. Und er hat auch nur positiv über den Verein gesprochen, auch das Umfeld, dass es einfach passt. Vom Trainer hat er geschwärmt und es war letztendlich auch, hat auch ein paar Argumente geliefert, einfach hierher zu wechseln. Durch die verlängerte Saison mit Mannheim bist du ja erst 3 Wochen später zur Mannschaft dazugestoßen. Mit wem hattest du denn so die erste Begegnung und wie war der Empfang allgemein? Ja, ich bin zum Trainingsauftakt am 10. Juli auch gekommen. Da war der erste Kontakt der Ole, weil der mich eingesammelt hat. Ich wusste nicht ganz genau, wie ich in die Kabine komme. Das war das Problem im Auto, also auf den Parkplatz zu kommen. Ole war der erste Kontakt und ansonsten, ich kann den Torben Rehfeld schon vom Studium. Wir haben gleich einen Studiengang belegt gehabt, haben uns am Seminar mal kennengelernt. Ja, und auch so kennen wir die Jungs, wir haben ja die gleichen Interessen, wir wollen alle kicken. Deswegen war eigentlich der Kontakt mit jedem gleich da. Du hast es am Anfang bereits angedeutet, dein Vertrag ist auf 3 Spielzeiten ausgelegt. Du willst also im Saarland heimisch werden? Ja, das auf jeden Fall. Also meine Familie kommt auch mit. Wir müssen jetzt noch kurz warten, bis die Vormieter aus der Wohnung raus sind und dann können wir umziehen. Und da wollen wir uns schon wohlfühlen hier. Mit deinen 29 Jahren kommst du auf stolze 146 Drittligaspiele. Da würdest du auch sicher gern mit der SV Elversberg nochmal hin, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Weg, den die SVE vorhat, ist natürlich der Aufstieg über kurz oder lang, am besten kurz. Und den möchte ich natürlich mitgehen. Und dann auch noch, wenn es passt, mindestens 2 Spielzeiten in der dritten Liga mitmachen. Trainer Horst Steffen kanntest du ja bereits, auch bereits von einer vorherigen Station, damals noch in Chemnitz. Wie blickst du auf die damalige Zusammenarbeit mit ihm zurück? Ja, damals war es ja ein bisschen anders. Da war ich eigentlich auf dem Sprung weg von Chemnitz, als der Trainer kam. Ich habe, glaube nur 2 oder 3 Wochen unter ihm trainiert. Da war das mehr oder weniger so, er hätte schon gern gehabt, dass ich bleibe, aber ich wollte halt unbedingt in die Heimat. Und deswegen war die Zusammenarbeit da noch nicht so eng. Wir haben zwar viel über Fußball gequatscht, er wollte mich noch überreden, dass ich da bleibe. Aber so, seine Arbeitsweise hat mir damals schon gefallen und das war auch mit ein Grund, hierher zu kommen. In einem Interview hast du mal über dich selbst gesagt, dass deine Familie für dich alles ist. Wie äußert sich das außerhalb vom Fußballalltag? Ja, das äußert sich eigentlich so, dass ich mich auf jeden freien Tag freue, wo ich jetzt auch nach Hause fahren kann. Seitdem der Kleine da ist, natürlich viel Zeit mit ihm zu verbringen und natürlich auch mit meiner Frau. Aber ich begrenze die Familie nicht nur auf Frau und Kind, sondern auch meine Eltern, meine Geschwister, die Geschwister von meiner Frau, die Eltern von meiner Frau. Ja, sind uns sehr wichtig. Wir probieren sehr viel Zeit mit denen zu verbringen, aber auch mit Freunden. Also so ein gesichertes Umfeld, ein schönes Umfeld, vertrauensvolles Umfeld ist mir schon sehr wichtig. Dazu studierst du auch noch BWL und Wirtschaftspsychologie. Was planst du damit nach der Karriere? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne, dazu will ich die nächsten 3 Jahre eigentlich auch nutzen, um mir da so eine Exit-Strategie zurechtzulegen, was ich dann letztendlich mit dem Studium anfange. Ich bin immer in engem Kontakt mit dem Sportpsychologen von Hoffenheim, dem Professor Jan Mayer, der da immer interessante Untersuchungen auch hat, wo ich eventuell mal reinschnuppern könnte. Ja, das möchte ich jetzt die nächsten 3 Jahre neben dem Fußball auch noch rausfinden, was ich damit anfange. Geboren bist du in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Künzelsau. Wie hast du deine Kindheit dort erlebt? Ja, Kindheit war auf dem Land. In dem Dorf, wo ich groß geworden bin, gab es nur 25 Einwohner. Die meiste Zeit draußen gespielt, Fußball gespielt, auf dem Bauernhof unterwegs gewesen. Das war so meine Kindheit. Ja, und dann mit 15 ging es dann los Richtung Hoffenheim. Und ab dann war halt Fußball im Mittelpunkt. Einige Spieler bereiten ihren Kollegen ja gerne mal einen Scherz. Hast du mal einen Mitspieler reingelegt oder wurde es vielleicht auch selbst aufs Bein gelegt?
kann ich mich jetzt so auf Anhieb nicht erinnern. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich von den Profis damals in Hoffenheim ein bisschen reingelegt wurde, die mir einfach gesagt haben, ich müsste eine Rede halten am Abendessen. Das war nicht der Fall. Also Trainer und Sportdirektor, die waren alle ein bisschen überrascht, als ich auf einmal auf dem Stuhl stand und gegen das Glas geklopft habe. Das war eigentlich so das Einzige, wo ich mich daran erinnere, dass ich mal hops genommen wurde. Ansonsten eigentlich nicht. Aber für Scherze bin ich trotzdem immer offen. Kevin, danke für diese schöne Anekdote zum Schluss und eine gute Zeit bei der SVE. Vielen Dankeschön, Dank. Dankeschön, danke.